Herzlich willkommen zu meinem neuen Format, das Koseleiden von Anubis in Margenach Deluxe mit Anubis. Ich sag nichts mehr dazu, wirklich. Ich glaube, man braucht gar nichts dazu zu sagen, was du fährst, ne? Was ich fahre, sieht man eigentlich, aber ja, ich fahre eine Dreckskombi. Obwohl ich doch irgendwie in der Zeit. Ich sag nichts. Ja, für die Zuschauer, für die, die wissen, was ich fahre, Rennwagen mit riesigen Rädern, praktisch habe einen Monster-Rennwagen und den Faust-Hörnchen-Kleider zusammen mit Diddy Kong Schumacher. Wobei, ich glaube, Schumacher war immer dein Charakter, ne? Ja. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich hatte Fälle gespielt, glaube ich, oder? Ja, trifft mich halt trotzdem. Ich bin mir auf jeden Fall nicht mehr sicher. Ich habe immer Schumi gefahren. Ich... Ah, okay. So bei F1 Space Stars jedenfalls. Ah, Digga. Ja, wir zwei von der scheiß Feuerpflanze getroffen und wir haben der Banane. Ich glaube, ich bin immer mit Fette gefahren. Ja gut, ein IGP brauchen wir gar nicht drüber reden, das war... Da hat sie ja immer gewechselt. Danke, Maschine. Der Anubis hat knapp 5 Leute so getroffen mit der Bonbon. Perfekt. Kann ich auch eine Tröte machen? Ich krieg eine Münze! Ja, ich fahre ins Kiesfeld. Dann. Und ich fahre in die Wagenladung. Eine Sache wieder! Eine Scheißsache! Mir doch keiner erzählen, dass. Das kann mir doch wirklich keiner erzählen, dass das hier Woche für Woche so abläuft. Maschine. Ich habe keine Antwort mehr drauf. Ich habe einfach keine Antwort mehr drauf. Zweites Rennen jetzt Hybrid-Piste. Dann müsstest du eigentlich den Heimvorteil haben. Du müsstest dich eigentlich auskennen wie in deiner Westentasche. Aber hat Link eine Weste? Nee. Der hat nur ein Gewand rum. Oder bin ich jetzt bescheuert? Ach, Maschine, bitte gönn mir noch mal! Ich weiß zwar nicht, wo du bist, aber... Direkt hinter dir. Ich musste das jetzt anders machen. Ich wollte eigentlich ab. Okay, nice. Ich meine, hast du dich gerade getroffen? Fast. Der Bumerang? Fast hatte mich getroffen. Und bei mir hat er dich getroffen. Nee, der ging ein bisschen knapp daneben. Was wollte ich gerade sagen? So, ja. Ich wollte eigentlich gerade mit dem Pilz was anderes machen. Wollte eigentlich die Abkürzung mit dem Pilz fahren. Allerdings hat das nicht ganz so funktioniert. Und ich musste umschweifen wegen dem Stachypanzer. Der übrigens gleich schon wieder da kommt. Ich muss Bombe werfen, ich muss das hier. Das gibt's nicht! Ey, ich war. Daisy! Ja, mein Gott, der ist dabei geklaut. Das gibt's nicht. Ich bin an der Banane vorbei! Bin dran vorbei! Ja, ich die nicht! Du warst doch
Boss tatsächlich an der Banane vorbei. Und trotzdem kriege ich eine Dodge-Treffer-Animation. Die Treffer-Animation war auf jeden Fall real. Das war genauso wie letzte Woche, glaube ich. Die eine Banane, die mich getroffen hat, die war nicht da anscheinend und dort anscheinend hat sie mich getroffen. Maschine ist wieder unerreichbar. Eine DS-Strecke. Weiß nicht, was ich gerade mache, aber ich bin irgendwie hängen geblieben. Gut, das bin ich. In der Strecke oder geistig? Beides. Ah, perfekt. Also geistig hänge ich schon seit 9 Jahren. Oh nein, ich habe aus Versehen die Grüne weggeschmissen. Und auf der Strecke hing ich vor ein paar Sekunden. Ich glaube, hätten mich vor 9 Jahren gesagt, Diggi, du wirst irgendwann mal einen Mario Kart besiegen, hätte ich dann gesagt, du verpiss dich. Ich sag ja, ne? Du müsstest eigentlich mal. Ja, nein, ist klar, Shy Guy! Ja, was müsste ich? Digga! Ich krieg immer nur Münze grüne. Nix anderes. Ja. Du wolltest aber gerade nur was sagen. Was soll ich machen? Habe ich wieder vergessen. Ja. Das einzige, was mir gerade einfällt, was du machen solltest, ist verlieren. Ich glaube eher, also ich meine zu wissen, was du sagen wolltest, und zwar irgendwie bei so einem offiziellen Turnier immer anmelden wahrscheinlich. Achso, gegen Haupi. Gegen Haupi? Den YouTuber Haupi. Er macht auch Mario Kart Content. Und er ist richtig gut. Also da. Das würde ich gerne sehen. Bester Mario Spieler gegen bester Mario Spieler daraus. Der gesamte Gefühl auf jeden Fall wieder nichts gerade, also vor der Punkte jedenfalls nicht. Ich bin 6. aktuell. Ja, ändert ja nichts daran. Ich habe auch jetzt aktuell nichts am Hintern. Aber trotzdem erster. Erster Sieg. Kommt schon noch dritter, Mann. Jawohl, dritter noch. Okay. Ja, mich hat irgendwie vieles getroffen gerade. Vieles hat dich gerade gebrochen. Und was ist mit mir? Nicht gebrochen, getroffen. Es ist echt ein Wunder, dass ich mich auf 7 Punkte Abstand hinter dich gekämpft habe, ey. Ja. So, machen wir weiter mit Los Angeles. Wobei, ist Los Angeles so eine schöne Stadt? Ich weiß es gar nicht. Ich war auch noch nie dort. Wirst du überhaupt mal nach Amerika gehen? Ja. Also hingehen auf jeden Fall mal. Okay, was wäre so dein Traumort, sag ich mal? Miami Beach. Boah, das klingt nicht schlecht. Kalifornien, weißt du? Mhm. Das klingt natürlich nicht schlecht. Mein TikTok ist so krank, ja. Ich habe gerade irgendwo wieder Wohnung zu suchen, aber ich gehe auf TikTok kurz. Will mir auf meiner For You so eine Vorschrift für Wohnung zu suchen geben. Hat's dich getroffen? Ja. Perfekt. Ja gut, mein Ziel liegt natürlich leider nicht in Amerika. Außer vielleicht mal irgendwann WrestleMania besuchen. Das wäre ein Ziel, was ich vielleicht. Ich hab getroffen! Du wurdest getroffen, aber ich wurde von einer roten getroffen. Die rote kam von mir. Also, ich habe jedenfalls eine nach hinten geschmissen. Ja, die hat mich auch getroffen. Perfekt.
ja, also wie gesagt, ich glaube, wenn ich einmal nach Amerika, ich wollte gerade sagen, fahren müsste, das wird eher unwahrscheinlich. Obwohl, ich denke mal, es wäre auch nicht unmöglich, oder? Nee. War unmöglich auf gar keinen Fall. Dann wird es halt mit einer Fähre sein, glaube ich, ne? Die dann rüber schippert, glaube ich, so wie es im Kopf habe, ich weiß es nicht. Könnt ihr mir gerne einen Kommentar schreiben, wenn ihr schon mal in Amerika wart. Ich glaube, das würde uns auch mal interessieren. Ich glaube wirklich, das Einzige, wo ich nach Amerika gehen würde, ist zu WrestleMania. Einfach das mal wirklich mal live mitzuerleben, aber die Tickets werden dann wahrscheinlich sehr, sehr teuer sein und deswegen wird das wahrscheinlich auch nie passieren. Ich bin Sechster geworden, danke. Ja. Ein Reiseziel, was ich habe, sage ich im nächsten Rennen. Eine Strecke, auf der wir beide, glaube ich, noch nie Erster geworden sind. Boah, weiß ich jetzt gar nicht. Ja. Also auf jeden Fall ein Reiseziel, was ich habe, beziehungsweise hatte. Ich werde wahrscheinlich da eh nie hinkommen, weil ich nicht reisen tue. Und wahrscheinlich auch nie Urlaub machen werde. Dafür gar keine Zeit habe. Wäre tatsächlich mal Paris gewesen. Hm, warum Paris? Eiffelturm. Ah. Ich habe einfach mal wirklich einfach mal eigentlich Bock, mal den Eiffelturm hochzugehen. Aber ich weiß, dass das erstens bei mir nie passieren wird, weil ich wahrscheinlich nie reisen werde mehr. Außer fürs Wrestling dann irgendwann vielleicht, weil sollte es mal soweit sein. Dass man da mal reisen kann. Das ist doch nicht wahr! Ey, du fährst zweimal durch meine Bananen, aber angeblich treffen sie nicht! Die haben auch nicht getroffen. Nee, die haben nicht getroffen. Du bist einfach weitergefahren bei mir. Okay. Ja. Aber ja. Also ich glaube, die einzige Möglichkeit wäre, um das noch zu erleben, wäre tatsächlich halt fürs Wrestling reisen. Aber ich glaube, selbst das wird wahrscheinlich unrealistisch sein. Kann ich eigentlich, wenn du wieder aus dem Platz zum YouTube gucken, oder? Frank. Was? Kann ich eigentlich trotzdem YouTube gucken, wenn du dein Video da drehst? Wenn du Kopfhörer auch hast, ja. Also kann ich über dein Tablet zum Beispiel gucken, wenn ja. Okay. Muss aber auch im Browser gehen, ne? Ja, ja. Das war jetzt knapp. Ja. Aber wie gesagt, reisen wird wahrscheinlich unrealistisch bei mir werden. Weil, da müsste ich. Wieder nichts! Ich müsste mal überlegen, wie viele Videos ich eigentlich vorproduzieren müsste, um wirklich mal in Urlaub gehen zu müssen. Und zu können. Ich glaube, das wäre schon. Eine Hartwoche. Ja, kommt da drauf an, ne? Wie lange man da ist. Aber ich glaube selbst, aber das wäre halt so ein Stress, dass ich trotzdem im Urlaub noch weiter an der Arbeit denke und ich glaube, dann ist es ja auch kein Urlaub. Hast du denn eigentlich noch irgendwelche anderen Ziele, wo du mal hinreisen würdest? Aktuell nicht, nein. Keine weiteren Länder, die dich so interessieren. Ich krieg auch nichts, bin 9. und jetzt kommt der Blitz, weißt du? Das ist doch nicht normal, Maschine. Wirklich, das ist doch nur noch gecheatet. Welche Hex hast du? Verkauf mir die. Ich will auch. Ich habe tatsächlich keine Hex. Bin 8. geworden. Nur so. Ich hab's gesehen. Ich war die ganze Zeit. Hab jetzt ganz kurz zu kämpfen gehabt mit Shy Guy. Ey, Woche für Woche. Ich kann fahren wie Schumi in seinem Prime. Ne, und trotzdem, egal was dieser Typ da auf der anderen Seite, den ihr durch die Facecam seht, macht, ne, er ist am Ende immer an oberster Liste. Ja. Okay, dann frage ich mal was anderes. In welchen Spielwelt würdest du gerne mal leben?
Stone of the Enders. Kennst du nicht? Nee. Was? Was ist besonders an der Welt? Was ist besonders an dieser Welt? Also Punkt 1, was die Welt auf jeden Fall besonders macht, die fuckt mich nicht so ab wie das hier. Ja, gut, das kann man sich jetzt denken. Nee, sie ist halt Zukunftssetting, ne? Aber tatsächlich die Technologie, die sie dort haben. Okay. Aber die Leute, die das Video sehen von bei Maschine, die können ja mal in die Kommentare schreiben, ob sie das Spiel kennen. Genauso könnt ihr auch gerne mal in den Kommentaren schreiben, welches euer Lieblingsthema ist. In Real-Life. Und in welchem Game, welcher Spielwelt ihr gerne leben würdet. Es ist einfach nicht wahr. Wieder, ich stehe wieder vor dir. Und zack, passieren die unmöglichsten Dinge. Nein, es haut mich so. Okay. Aber immerhin bist du jetzt Zweiter gerade. Ja, ändert nichts. Dings die Kasse trotzdem. Dann hole ich nie mehr auf. Siebtes Rennen. Ich empfinde nur noch Hass für dieses Spiel. Wirklich. Das ist immer noch für kurze Jogginghosen, ne? Ich dachte schon, du entwickelst Hass gegen mich. Damit hat sich die Frage auch erübrigt. Nee, Junge. Hass gegen dieses Spiel. Ich bin gerade Elfter. Ja, aber ich bin auch Teil vom Spiel. Nein, egal. Schinde der jetzt still und leise auf die blaue oder auf den Blitz warten, damit er wieder das Sauerhand erster wird. Tatsächlich nicht. Ich hatte eher andere Probleme, weil ich hier die ganze Zeit irgendwie bombardiert werde, aber irgendwie kommt nichts bei mir an. Das ist meine grüne, meine roten. Aber eine gute Nachricht habe ich für dich, wenn du bist. Du bist Zweiter. Ja, das auch. Obwohl, ich weiß nicht, ob das eine gute Nachricht für dich ist. Ich wollte eigentlich sagen, du musst nur noch eine Strecke überleben. Das ist einfach nicht wahr, ne? Das ist doch einfach nur noch ein Traum. Fuck. Ich hatte eine Tröte, nur so nebenbei. Ich bin gerade zweimal runtergefallen. Das war jetzt ganz dumm. Was? Wieso? Nein! Ja, wieso was? Spiel abgestürzt? Er hat den Shortcut nicht genommen. Also vielleicht ist irgendwie Spiel abgestürzt oder sowas. Die hat bestürzt auf einem Marsch. Okay. Normalerweise fahre ich ja immer so eng an den Dings dran. Da an der Ecke. Ja, auch. Aber dieses Mal hat er mich ins Aus katapultiert. Woher kommt dieser Bumerang? Weit und breit gefühlt niemanden zu sehen, weißt du? Ja, warte. Nee, das war nicht meine Rote. Das müsste die von Daisy gewesen sein.
hier überhaupt irgendjemanden jetzt mit meiner Bombe getroffen? Wenn ich runter link? Nein. Nein! Sag ich doch! Er wartet wieder nur auf die magische Blaue, ey! Wobei die Blaue ja nicht mehr viel ausgerichtet hat, weil ich zweimal runtergefallen bin. Praktisch hast du euch die Blaue mehr gehabt als vor der Blauen. Nur nochmal zum Verständnis deiner Zuschauer. Du hast in dem Sinne in der letzten Runde höllisch Scheiße gebaut, mich. Hat nur einmal eine Blaue erwischt und trotzdem bist du Erster! So kann man das Rennen zusammenfassen, ja. Genauso wie jetzt die Rote erwischt hat. Alter, die Scheißpflanze! Und ich fahr sie da runter wie jede Woche! Das war knapp. Hätte dann schon wieder eine Piranha-Pflanze, die mich drauf frisst. Ich dachte gerade, er hat abgebremst, aber irgendwie auch nicht. Irgendwie sah es gerade so aus, als ob er bei mir übelst sich abgebremst hat. So, ich glaube, weil ich keine Münzen habe, deswegen. Kann ich auch nicht auf Höchstgeschwindigkeit kommen. Das war eine Pilzverschwendung. Moment! Was?! Wieso hat jetzt mein Bob-Omb ausgelöst? Wir denken nochmal an die Szene bei mir. Ne? Ja, aber ich hatte mein Bob-Omb die ganze Zeit noch am Heck gehabt und es war nichts zu sehen. Nichts zu sehen! Da war nichts! Okay, der Bob-Omb-Betreiber ist legit. Und der war gut gesetzt, oder? Ja, wir sind schon für 80 Meter gesetzt worden. Ich hatte den Bob-Omb gesetzt, der dich gerade getroffen hat. Ja, ich hatte nur gesehen, dass der Treffer legit war. Ach komm. Das ist doch jetzt wieder nicht normal. Ich darf wieder nicht Erster werden. Das ist nicht ernst. Ich bin trotzdem Erster. Weil ich vorher getroffen wurde. Ich bin noch Vierter. Und trotzdem bist du Erster. Und ich bin nur Dritter. Ist nicht normal. Holy shit. Ich schmeiß dann jetzt mal eben meine Switch aus dem Fenster, weil das kannst du keinen erzählen. Ja. Ich schmeiß deine Folge ins Video. Quatsch. Ich schmeiß deinen Link zur Folge ins Video. Das könnt ihr euch gerne reinziehen. Das ist aber nur bis Kanal und sonst mal schauen, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao.